der alte Trott der Open Worlds in Warframe. Pack die Angelrute ein, wir gehen heute auf Deimos ein paar Fische fangen. Um auf Deimos mit dem Fischen zu starten, benötigt ihr die folgenden Dinge. Unter anderem die Spari-Harpune, die ihr euch für 500 Entrati-Ruf bei der Tochter kaufen könnt. Empfehlenswert ist es auch, wenn ihr die leuchtenden Farben dabei habt, die euch das Sehen der Fische um einiges erleichtert. Die Blaupause hierfür könnt ihr euch auf Fortuna ergattern. Stattdessen könnt euch auch der Wächter Oxylus mit aquatischer Lebensform-Scan unheimlich gut unterstützen. Der Wächter enthüllt euch mit dieser Mod innerhalb von 100 Metern Hotspots und trägt leuchtende Farben auf Fische innerhalb von 40 Metern auf. Wie schon bei den anderen Open Worlds gibt es auch auf Deimos wieder verschiedene Köder. Diese könnt ihr euch auf Deimos aber ganz easy besorgen. Abhängig des Zyklus, also Wurm oder Fass, findet ihr leuchtende Areale auf der Map in Blau oder Rot. Ist Wommer aktiv, könnt ihr euch die Wommerüberreste ergattern, während ihr bei Fass die roten Fassüberreste aufsammeln müsst. Natürlich gibt es noch weitere Köder, aber wir starten hier erstmal mit den Grundlagen für die ersten erfolgreichen Angelversuche. Ihr werdet jede Menge verschiedene Fische brauchen, um sie bei der Tochter auszunehmen. Die Parts der einzelnen Fische benötigt ihr, um sie gegen Tochtermarken einzutauschen oder für die Herstellung einiger Items. Habt ihr nun die Angel sowie einige Köder, schwingt euch in den Cambion-Drift. Dort angekommen, haltet ihr im Außenbereich die Augen nach diesen, ich würd's mal gelpumpigen Flüssen und Teichen offen. Hier werdet ihr in den meisten Fällen feststellen, dass sich auf und unter diesen Flüssen oder Teichen Fische befinden, für die ihr keine Köder benötigt, sondern einfach nur die Angel auspackt und euch die Fischis dann in die Tasche stopft. Mit der vorhin gekauften Spari-Harpune könnt ihr auch unter die Oberfläche zielen und dort die Fische fangen. Achtet nur bei den Fischen darauf, dass ihr diese mit Waffen oder Fähigkeiten zerstören könnt. Es gibt Fischarten, die ihr nur während Wurm und die anderen während Fass farmen könnt. Manche von ihnen in den Höhlensystem und wiederum andere im Außenareal. Für ganz besonders seltene Fische benötigt ihr auch die Fisch-Hotspots. Die Hotspots erkennt ihr an dem leichten Schimmern über der Oberfläche. Ist wirklich schwer zu erkennen, ich hoffe, ich konnte euch das im Video gut einfangen. Diese können in Höhlen oder außerhalb auftreten. Fangen wir jetzt aber mal mit den einzelnen Fischarten an und klären, wo wir diese finden. Da diese verdammten Fische alle irgendwie Zungenbrechernamen haben, kann es sein, dass ich den ein oder anderen eventuell vielleicht falsch ausspreche. Ich bitte hier natürlich um Nachsicht. Starten wir mit dem Kymaeros, meine Fresse. Dieses Wassertierchen findet ihr während Wurm und Fass so gut wie überall. Beim Schneiden könnt ihr die im Hintergrund eingeblendeten Ressourcen erhalten. Als nächstes haben wir den Cryptosuctus. Yes, richtig ausgesprochen. Diesen Fisch könnt ihr nur im Fasszyklus farmen. Braucht allerdings keine Köder und ihr findet ihn nahezu überall. Welche Materialien ihr aus diesem Fisch ziehen könnt, seht ihr auch gerade wieder eingeblendet. Ostymia, einer der Fische, die ihr nur während des Fasszyklus finden könnt. Zwar könntet ihr ihn auch ohne Köder angeln, setzt ihr aber den Fassköder ein, spawnen euch wesentlich mehr davon. Wichtig an dieser Stelle ist es noch zu wissen, dass diese Art sich nur in Hotspots zeigt. Es wäre ja auch zu schön gewesen, in diesem Video alle Fische zeigen zu können. Trotzdem war wohl der seltenste Fisch des Fasszyklus heute besonders scheu. Der Aquapulmo zeigt sich nur in Hotspots und ihr benötigt die verarbeiteten Fassüberreste, die ihr euch gegen 300 Rufpunkte im Necrolisken bei der Tochter kaufen könnt. Aber bekommt ihr diese Rarität nicht, ist es auch nur halb so wild, denn dieser Fisch besitzt keine einzigartige Ressource, die ihr nur über ihn bekommen könntet. Es ist ja schon ein klein wenig strange, dass uns dieser verdammt seltene Fisch nichts Ungewöhnliches bieten kann. Aber so ist Warframe manchmal eben. Und wenn wir gerade schon bei den verarbeiteten Ködern sind, auch die Bombköder gibt es in dieser verbesserten Variante gegen 400 Rufpunkte. Diese Versionen werden jeweils nur für einen einzigen Fisch benötigt. Wenden wir uns jetzt aber dem nächsten Fisch auf dem Menü zu, der Glutinox. Dieser zeigt sich euch nur während des Wurmzyklus. Ohne Köder kann es ein wenig fuchsig sein, diesen Fisch zu fangen, aber mit dem Wurmköder bekommt ihr wirklich mehr als genug. Auch hier blende ich euch wieder ein, was ihr aus diesem Fisch herausholen könnt. Seid ihr bereit für das Höhlenfischen? Babisteo, eine sehr verbreitete Art, erscheint euch in Höhlen in beiden Zyklen selbst ohne Köder. Die Ressourcen dieses Fisches blende ich euch gerade im Hintergrund ein. Auch der nächste Wasserbewohner ist sehr weit verbreitet, der Amniophysi. Auch hier wird kein Köder benötigt, ihr müsst euch lediglich in einer Höhle befinden. Zyklus ist dieser Fischart auch relativ schnuppe. In welche Stücke ihr ihn filetieren könnt, blende ich euch auch gerade ein. Vitreospina, der nächste Kandidat, erscheint euch wie die beiden Vorgänger auch während beider Zyklen in den Höhlensystemen.
Allerdings benötigt ihr für seinen Spawn den normalen Fassköder, da ihr sonst ewig nach ihm suchen würdet. Ausgenommen bietet er euch die eingeblendeten Ressourcen. Der nächste Höhlenbewohner ist ein klein wenig anspruchsvoller. Duroid benötigt einen Hotspot und den Wurmköder. Dieser Fisch kann euch in beiden Zyklen erscheinen. Es kommt mir fast schon so vor, als wäre den Höhlenbewohnern der Zyklus ziemlich schnuppe. Und auch hier wieder im Hintergrund die Ressourcen. Chondrichords benötigen genau die Dinge, mit denen wir auch die Duroiden hervorlocken können. Den Wurmköder sowie einen Hotspot. Zyklus ist auch ihm wieder schnurzpiep egal. Welche Materialien ihr aus diesem Fisch ziehen könnt, seht ihr gerade im Hintergrund. Fehlt uns wohl nur noch der seltenste Fisch in den Höhlen im Cambion Drift. Myxus Stomata, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, zeigt sich euch nur in Höhlen mit einem Fischhotspot. Sind diese Kriterien erfüllt, müsst ihr nur noch den verbesserten Fassköder ins Wasser werfen und abwarten. Achtet aber bitte darauf, dass ihr euch in einem Hotspot befindet, da ihr sonst einfach mal 400 Ruf unnötig ins Wasser werft. An dieser Stelle endet dann auch unsere Angeltour. Habt ihr noch Fragen zu den Fischen? Ihr kennt doch das Spielchen. Auf in die Kommentare mit euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal. Hey, Orfi, bleib du mal lieber auf Twitch, noch ist das hier mein Kanal. Wer den guten Orpheus Deluxe noch nicht kennt, Link zu seinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei und lasst auf jeden Fall Liebe da. So, jetzt aber nochmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.